Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal, Leute. Und ja, heute ist alles für euch. Und zwar geht es mal heute um ein Thema, was vielleicht sehr, sehr viele interessiert. Und zwar das Thema Double Pump, Leute. Wie ich auf das Thema komme, werde ich in diesem Video klären. Und ja, falls es dir gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like, eine Postwertung und ein Abo da. Vergesst dafür nicht, die Glocke zu aktivieren und das Video mit euren Freunden und Verwandten zu teilen, Leute. Und ja, sonst wünsche ich viel Spaß mit dem Video. Let's go! Schon gesagt, reden wir heute mal um das Thema Double Pump, Leute. Und ja, viele wollen ja, dass Double Pump ja wieder zurückkommt. Ich muss persönlich sagen, ich würde es lieber lieben, könnte man sagen, dass Double Pump entfernt bleibt. Aber das ist ja wieder Geschmackssache. Und ja, die meisten wissen ja, dass Double Pump seit Season 5 nicht mehr geht. Seitdem diese Equip-Time eingeführt wurde, also diese Zeit, wo du nicht mehr schießen kannst. Und ja, wie schon gesagt, werde ich jetzt kurz mal sagen, wie ich auf dieses Thema nochmal Double Pump komme. Und zwar hat Eric Williamson, also der Chefdesigner von Epic Games, also von auch Fortnite, einen Tweet rausgehauen. Und zwar schreibt er, dass sie derzeit darüber nachdenken, die Pump Shotgun Equip Time leicht zu reduzieren. Und ja, dieser Patch oder dieser... Ja, Patch könnte man sagen, soll dann nächste Woche, also beim Patch 5.3, dann ja hinzugefügt werden. Also dann soll diese Pump Shotgun Equip Time ein bisschen leicht reduziert werden. Und ja, aber was er noch schreibt und was das ganz, ganz wichtig ist, dass nur die Pump davon betroffen ist und nicht keine andere weitere Shotgun. Also nicht die taktische, die halbautomatische Shotgun oder die Barrel, also die neue Shotgun. Keine andere, nur die Pump ist davon betroffen. Und wieso nur die Pump davon betroffen ist, erzählt er jetzt nicht. Also er geht nicht wirklich weit auf dieses Thema ein. Aber ich weiß wahrscheinlich den Grund von dieser Reduzierung, von dieser, ja, wie soll man sagen, Equip Time. Die meisten wissen ja, dass Double Pump in Season 3, Season 4 wahrscheinlich der Main-Punkt war von den Kombis her, also Pump und Pump. Und dann gab es auch noch eine zweite Kombi, und zwar war das die Pump und SMG-Kombi, Leute. Die wurde Season 3 und Season 4 nicht so wirklich benutzt und war eher im Hintergrund. Manche Leute haben es ein bisschen benutzt, aber Double Pump war noch wirklich im Mittelpunkt noch. Und erst seit Season 5 ist wirklich Pump und SMG, hat wirklich alles überstoßen. Ihr benutzt nur noch Pump und SMG. Team-Spiel und ja, genau das ist auch das Problem an den Sachen geworden. Man hat dann diesen Equip-Time hinzugefügt, also dass man, wenn man von einer Pump zu einer anderen Waffe switcht und dann wieder zurück switcht in einem kurzen Zeitraum, dass man dann nicht keinen weiteren Schuss mehr abgeben kann. Das verhindert eben, dass man kein Double Pump mehr benutzen kann, aber das verhindert auch, dass man wieder sehr schnell ja, von der Pump und zu der SMG und von SMG wieder zu Pump wechseln kann. Und genau das ist das Problem. Und ich glaube, deshalb wollen sie auch diesen Equip-Time ein bisschen reduzieren, weil Leute, ich glaube, es ist auch schon viel passiert, dass wenn sie im Close Fight sind oder ihr seid, dass ihr dann, wenn ihr von der Pump zu SMG wechselt, dann bemerkt, dass ihr SMG keine Munition habt, ihr nachladen müsstet, aber ihr jetzt keine Zeit habt mehr nachzuladen, und dann, wenn ihr von SMG zu Pump wechselt und genau eben dann diese Equip Time in Kraft gesetzt wird und ihr in dieser Zeit dann nicht schießen könnt und der Gegner dann euch tötet. Genau das ist das Problem an der ganzen Sache, und das will ja Epic Games nicht haben. Sie wollen ja, dass man gut zwischen den zwei Waffen wechseln kann, aber würden sie diese Equip Time wegnehmen, würde es wieder Double Pump entstehen, und das wollen sie auch nicht, Leute. Deshalb ist es meiner Meinung nach so, deshalb wollen sie auch diese Equip ein bisschen reduzieren, aber nur bei der Pump, dass man eben leichter oder besser nochmal dieses Pump und SMG-Kombi spielen kann. Wie das sie zum Beispiel bei der taktischen nicht gemacht haben, ist auch ganz klar, weil die taktische einfach eine viel zu schnelle Schussrate hat. Das ist ja ganz egal. Aber bei der Pump, die Pump hat ja eine sehr, sehr langsame Schussrate und ich kann nicht so oft schießen, und da ist einfach diese Equip Time noch eine weitere Behinderung für diese Kombi. Und ich glaube, deshalb will auch Epic Games eben diese Shotgun Equip Time ein bisschen reduzieren. Und ja, das war es einfach mit zu diesem Thema, ob Double Pump dann nochmal entsteht, weil sie wird eben reduziert ein bisschen. Da könnte es natürlich wieder ein paar Tricks geben, wie man zum Beispiel Double Pump nochmal benutzen kann, auf eine ganz langsame Art, Leute. Aber wie schon gesagt, ich hoffe einfach nicht, dass Double Pump zurückkommt. Meiner Meinung nach ist es wirklich die schlimmste Kombi gewesen, die sie nehmen jeweils für Forever gab, Leute. Aber ist auch wieder Geschmackssache. Und ja, Leute.
Also wie schon gesagt, kann natürlich Double Pump zurückkommen, was ich wie schon gesagt nicht glaube, aber das werden wir dann bei dem nächsten Update sehen, dass am Dienstag wieder kommt, also 5.3. Da werden wir auch sehen, ob dann diese Reduzierung stattfindet oder ob sich das Team von Epic Games dann doch nochmal gegen diese Reduzierung entschieden hat. Und ja, wie schon gesagt, werden wir dann alles am Dienstag sehen. Und ja, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like, eine Postbewertung und ein Abo. Dann vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und das Video mit euren Freunden und Verwandten zu teilen, Leute. Und sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, cheerio, bye. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come